Mit Freiburg verbindet man das Münster und die Bächle. Doch fragt man am Augustinerplatz, was unweigerlich noch zu der Stadt und ihrem Lebensgefühl gehört, so erklingt des Öfteren Biermann oder Pischko. Mit bürgerlichem Namen heißt der alevitische Kurde Hüseyin Topal und stammt aus dem fernen Malatya, einer Stadt in der östlichen Türkei, aus der er in den 90er Jahren nach Freiburg emigrierte. Nahe des Augustinerplatzes treffe ich Pischko und seinen Freund und Unterstützer Afto Karataş, der selbst schon länger in Freiburg lebt und mir einen Zugang zu Pischkos Seelenleben ermöglicht, welcher schüchtern und mit unstetem Blick aus seinem bewegten Leben erzählt, aus seiner Vergangenheit und aus einem Land, das er trotz beschwerlicher Erfahrungen ins Herz geschlossen hat. In Deutschland fühle ich mich mittlerweile wohl. Ich habe alles, was ich brauche, was ich schätze und was es in meiner Heimat so nicht gibt. Es ist nicht viel, was er braucht. Ein kleines Zimmer und sein Fahrrad, das beladen mit Bier ein Synonym für laue Sommerabende auf dem Augustinerplatz geworden ist. Mit den Studenten und den Leuten, die bei mir Bier kaufen, habe ich nie Probleme. Sie sind immer sehr freundlich und angenehm. Es waren meist meine Landsleute, die mir das Leben schwer machten. Begonnen hat seine Zeit als Biermann, allerdings erst vor einigen Jahren. Und es ist eine düstere Geschichte, die es zu erzählen gilt. Am 10. Juni 2003, um 2 Uhr in der Früh, brennt der Minimalmarkt in der Lehnerstraße Lichterloh. Ein Großbrand, der 16 Löschfahrzeuge und 75 Mann erfordert und bei Tagesanbruch nicht mehr als die verkohlten Grundmauern des Supermarktes zurücklässt. Pischko, der als Hilfsarbeiter im Supermarkt arbeitet, wird schnell verdächtigt, hat er sich doch kurz davor auf dem Parkplatz aufgehalten. Er wird mehrfach verhört und kommt schließlich in Untersuchungshaft. Aus ein paar Tagen wird fast ein Jahr, dass er nach eigenen Angaben unter starken Schikanen gerade so überstanden habe. Nachdem er die Hoffnung fast schon aufgegeben hat, wird er endlich in der Gerichtsverhandlung für unschuldig erklärt und kommt auf freien Fuß. Sein neues Leben beginnt. Nachdem ich entlassen wurde, stand ich erst einmal vor dem Nichts. Doch meine Sorge um meine Frau und meine Kinder ließen mich nicht los. Von da an begann ich, wieder Flaschen zu sammeln, damit ich meine Familie unterstützen konnte. Nach dem Gefängnis war ich stigmatisiert und hätte keine andere Arbeit bekommen. Die Leute vertrauten mir nicht mehr. Eine Sorge, die er kaum jemandem erzählen kann, trennt ihn doch die Sprache von den Leuten, die ihn wie auf dem Augustinerplatz umgeben. Das Gefängnis und die Piesackereien im Deutschkurs, so sagt er, verwehrten ihm das Erlernen der Sprache seiner neuen Heimat. Für mich ist es mittlerweile unmöglich, noch Deutsch zu lernen, auch wenn es schön wäre, sich mit all den Leuten zu unterhalten. Ein paar Worte verstehe ich und über das Alltägliche kann ich mich mit Händen und Füßen verständigen. Doch die eigene Geschichte lässt Pischko nicht los und er vervollständigt im Laufe der Zeit das im Gefängnis begonnene Manuskript und schreibt ein Buch, das für ihn zugleich Abrechnung und Erinnerung ist. Viele Freiwillige halfen dabei, die 600 handgeschriebenen DIN-A4-Seiten ins Deutsche zu übertragen. Man erkennt Pischko zwischen den Zeilen und seine Sprachlosigkeit scheint ihm zumindest zeitweise genommen zu sein. Ich schreibe jeden Tag ein bisschen und habe immer einen Kugelschreiber und ein Notizheft dabei, um Eindrücke und Begegnungen notieren zu können. Ein zweiter Band über seine täglichen Erfahrungen ist gerade am Entstehen. Kurdische Märchen notiert er aus seinen Erinnerungen heraus, um sie den Menschen aus Freiburg zu erzählen, die ihm so lieb geworden sind. Aus ganzem Herzen bedanke ich mich bei den Freiburgern, ja bei den Deutschen. So kann man nur hoffen, dass Pischko den Freiburgern noch lange erhalten bleibt und man auch die kommenden Sommerabende die eine oder andere schöne Geschichte zu seinem Bier serviert bekommt. Ja, Freiburg, Leute.
Herzlichen Dank, Dankeschön. Prost. Prost.